die Besetzung von Polens Verfassungsgericht, ich zitiere das, von Illegalität geprägt sei. Anfang Juni verhängen die USA Sanktionen gegen Politiker in Bulgarien wegen Korruption und Verbindung zur Mafia. Ungarns neues Gesetz gegen die LGBTQ-Gemeinschaft führt zu großem Widerstand in der EU. Ich fasse das mal zusammen. Die EU ist mitten in einer Debatte um Rechtsstaatlichkeit. Und diese Debatte ist genau heute eben Thema im EU-Parlament. Darüber sprechen wir gern schon mal mit Michael Kronz, unserem Kommentator dieser Debatte. Herr Kronz, was erwartet uns da heute am Vormittag im EP? Uns erwartet eine durchaus heiße Debatte, weil es um ein Prinzip der Europäischen Union geht. Das Rechtsstaatsprinzip bedeutet ja nichts anderes, als dass sich in allen Ländern der Europäischen Union die Rechtsstaatsprinzipien nicht nur eingeführt habe, sondern auch einhalte. Und da gibt es sehr viel Kritik an Polen und an Ungarn. Das ist auch aus meiner Sicht und aus der Sicht der meisten Mitgliedsländer berechtigt. Denn schauen wir mal auf die dritte und vierte Gewalt. Das heißt also auf den Rechtsstaat, auf die Justiz und auf die Medien. Dann sind deren Arbeit in Ungarn und in Polen doch massiv eingeschränkt. Und das bedeutet auch, dass doch die Regierung Durchgriffsmöglichkeiten hat, die es in anderen Ländern nicht gibt und die zu der Grundlage der gemeinsamen Werte in Europa auch nicht passen. Mhm. Diskutiert werden ja auch die Ergebnisse des EU-Gipfels 24. 25. Juni, also vor gut zwei Wochen, wo es ja genau auch darum geht. Da hat man ja schon gemerkt, dass auch viele Länder in der EU, wie Sie es eben gesagt haben, da auch, ja, ich lasse mal ganz zurückhaltend, viele Probleme vielleicht haben mit dem, was da vor allem auch in Ungarn mit dem neuen Gesetz steht. Inwiefern verändert diese heutige Debatte im Europaparlament vielleicht was? Ja, wir können sogar noch weiter zurückgucken. Mhm. Wir können in den Juli letzten Jahres schauen. Da wurde der sozusagen im Corona-Zusammenhang Hilfsfonds aufgelegt. Und da war ein Prinzip dieses Hilfsfonds, wir geben an die einzelnen Länder nur dann das Geld, wenn die anderen Prinzipien, nämlich die Rechtsstaatsprinzipien, noch eingehalten werden. Da hat es heftige Kritik von Ungarn und Polen gegeben, die davon betroffen sein könnten. Und wir haben festgestellt, dass der EU-Gipfel verlängert werden musste um zwei Tage, denn man ist sich da nicht einig geworden. Ungarn und Polen wehren sich und sagen, wir haben Rechtsstaatsprinzipien. Man muss tatsächlich feststellen, es ist immer dieselbe Form der Rechtsstaatsauflösung, die wir in solchen Ländern sehen, gerade auch in Ungarn sehen, bei der gesagt wird, die dritte Gewalt, also das heißt die Justiz und auch die vierte Gewalt, die Medien, werden vereinnahmt von der Regierung. Und damit kann man die Dinge umsetzen und durchsetzen, die die Regierung möchte. Das ist keine Idee der Europäischen Union. Das ist kein Rechtsstaatsprinzip. Nochmal zurück, dann auch zu meiner Frage. Wie kann heute diese Debatte im Europäischen Parlament dann nochmal Fahrt oder sogar Druck ausüben? Naja, Druck ausüben kann sie auf jeden Fall. Das Rechtsstaatsprinzip, ich habe es ja eben schon gesagt, im letzten Jahr war verbunden mit Hilfsgeldern. Und es gibt auch Strafen, die dafür möglich sind. Und da wird es darauf ankommen, ob die EU-Kommission in der Lage ist, diese Strafen umzusetzen. Es wird heute ein Gutachten geben in diesem Zusammenhang beim Rechtsstaatsprinzip. Und dieses Gutachten stellt die Frage, können wir diese Strafen umsetzen? Ist das, was wir da machen können gegen diese Länder, auch aus dem Zusammenhang der EU rechtsstaatlich richtig? Und das Gutachten sagt eindeutig, ja, wir können diese Strafen umsetzen. Wir können diese Länder unter Druck setzen und sagen, dritte und vierte Gewalt müsst ihr einhalten. Meine Damen und Herren, Sie verpassen nichts. Wir gehen natürlich live rüber, sobald was passiert im EU-Parlament. Es gibt ja seit Januar, Herr Kronz, den neuen Rechtsstaatsmechanismus in der EU, der eben genau das ja auch unterstützt, was Sie eben gesagt haben, dass eben auch Gelder zurückgehalten werden können, dass nicht mehr Einstimmigkeit herrschen muss, wenn das Rechtsstaatsprinzip unterhöhlt wird in Mitgliedstaaten. Trotzdem sagen viele Beobachter, das ist noch nicht viel wert. Und die EU-Kommission hat auch noch nicht diesen Mechanismus angetrieben sozusagen. Wann kommt das? Worauf wartet man?
Ja, ich glaube, das ist einfach eine Frage der Diskussion innerhalb der EU. Man will natürlich keinen offenen Bruch riskieren. Viktor Orban ist ja so weit gegangen, dass er in der Bild-Zeitung eine Anzeige geschaltet hat, in der er die EU insgesamt kritisiert hat und gesagt hat, das ist ein Imperium und diese EU ist ein riesiges Monster. Das können wir eigentlich in der Form nicht fortführen. Wir müssen mehr auf die einzelnen Länder achten. Und das ist ein offener Angriff auf die EU. Die Frage ist immer, wie soll man damit umgehen? Soll man im Zweifelsfall Viktor Orban bitten, aus der EU auszutreten? Ungarn ist ein sehr europäisches Land. Und insofern ist die Bevölkerung durchaus sehr europäisch und EU-freundlich. Und insofern muss man sich fragen, kann er das politisch, innenpolitisch durchsetzen? Da hilft ihm, dass er die Kontrolle über die dritte und vierte Gewalt hat. Außerdem hat er Wahlen im nächsten Jahr. Das heißt, er möchte natürlich jetzt auch politischen Druck auf die Wahlen ausüben. Herr Kunz, ich habe das ja eben schon mal am Anfang hier skizziert. Also Bulgarien, Polen, Ungarn, jetzt seit dem 1. Juli die slowenische Ratspräsidentschaft. Slowenien haben wir gestern auch drüber gesprochen, haben wir gestern auch im Europäischen Parlament ja gehört, verhindert im Moment noch die Benennung von zwei Staatsanwälten für diese neue europäische Staatsanwaltschaft, die ja auch Teil dieses Rechtsstaatsmechanismus im weiteren Sinne sein soll. Ist das ein, ich paraphrasiere manchmal mal einfach, ist das ein Rechtsruck, ist das ein Anti-Rechtsstaatsruck in Europa oder würden Sie sagen, das geht zu weit? Nee, ich glaube, das ist nicht ein Rechtsruck in Europa, sondern es ist einfach der Versuch bestimmter Länder, innenpolitisch mit einer Kritik an der EU, mit dem Gefühl der Bürger, da wird irgendetwas in Brüssel entschieden, was mich betrifft, aber was ich nicht mitentscheiden kann, damit zu motivieren, Innenpolitik zu machen. Und das ist ja ein altes Prinzip, das haben wir ja immer wieder erlebt, vor allen Dingen vor Wahlen in einzelnen Ländern. Und insofern glaube ich, wird das eine spannende Geschichte. Wir sehen gerade David Maria Sassoli, den Parlamentspräsidenten, der jetzt die Sitzung eröffnet. Also das wird eine spannende Sitzung jetzt auf jeden Fall.